moin Leute, herzlich willkommen heute wieder am Mittwoch bei minus 5 Grad und herrlichstem Winterwetter. Bin ich hier jetzt auf dem Weg mit der Fräse hinten dran, einmal mulchen und einmal fräsen. Genau, ich fahre jetzt noch 11 Kilometer. Muss mal gucken, ob ich euch hier ein bisschen in die Kabine denn reinfinden oder so. Hatten ja auch einige in die Kommentare geschrieben, sie wollen mehr von den Einsätzen sehen. Ja, ich würde auch gerne mehr zeigen, aber es steht immer noch das Geschäft im Vordergrund. Das muss halt die baulichen Gegebenheiten haben, dass man denn da nicht sieht, wo das ist und so weiter. Ne? Aber ich werde auf jeden Fall probieren, das weiter umzusetzen.
sind wir jetzt noch am Burchen, einmal eben schnell. Das war ja alles so ein Gestrüpp hier vorher. Und ja, das ist jetzt das Ergebnis. Hier, wo das so nass ist am Hang, da tut der Trecker sich auch echt schwer, weil das so richtig nasser Boden ist. Das ist so richtig klebrig. Ja, ich ziehe jetzt meine Bahn hier gleich nochmal lang oder ist gut. Und dann heißt es, die Kufen wieder umbauen, alles wieder aufladen und dann nach Hause. Sieht morgens um 7. Ich bin gerade auf dem Weg zur Halle, weil ja, wir müssen heute wieder arbeiten. Heute geht's ja einer kleinen ehemaligen Tannenbaumschonung ankragen, die aber schon recht ausgewachsen sind. So, wir fahren jetzt los und ja, es schneit. Mal gucken, was das gibt. Hier im Schneegestöber unterwegs. Kommt da richtig Weihnachtsstimmung auf hier. Also wir haben hier ungefähr 10 cm Schnee liegen. Und ja, es schneit noch weiter. Aber ab morgen soll es dann wieder ein bisschen wärmer werden. Beziehungsweise ab morgen soll es dann regnen. Perfekt. Das hier ist die Tannenbaumfläche. Man sieht, die sind auch teilweise schon echt hoch. Also ich sag mal 7-8 Meter locker. Ja, bisschen mulchen, bisschen fräsen. Gucken wir mal, was geht. Ne? Bei Schnee habe ich es tatsächlich auch noch nie gemacht. Ich bin gespannt. Das sind ja auch keine kleinen Bäume jetzt hier. Ne?
hier standen jetzt eben gerade noch die Tannenbäume. Das arbeite ich jetzt noch einmal tief durch. Und dann, ja, sind wir hier fertig. So, wir sind auf dem Heimweg, ab nach Hause. Genug getan für heute. Den Trecker habe ich leider nicht mehr sauber gekriegt. Das Problem halt hier im Schnee ist, dieser ganze Schneestaub, der setzt sich überall ab, dann schmilzt das, dann sammelt sich da der ganze Dreck dran, dann wird das so eine Matschepampe. Und wenn es jetzt wieder kalt ist, dann ja, friert das alles fest, aber jetzt hier im Dunkeln, da mache ich gar nichts mehr sauber. Muss ich mal morgen gucken oder die Tage, wenn das auftaucht. Genau. Ja, aber wie das ist, ne? Dann ist man am Saubermachen, dann kommt noch einer zum Quatschen rum, dann kommt der nächste zum Quatschen und ja. Ist ja auch immer schön auf dem Dorf. Aber wir haben es jetzt schon wieder kurz vor 7 Uhr abends. Und ich bin seit 6 Uhr in der Halle. Ja, so ist das. Gut, ich fahre nach Hause. Und ja, jetzt habt ihr mal einen Eindruck. Bisschen mehr von der Arbeit gekriegt, war ja auch mal ganz interessant im Schnee. Einmal den ganzen Kram runtergemulcht, die hohen Tannen da. Ja, ihr wolltet ja mehr von der Arbeit sehen. Tut mir leid, dass das immer nur aus der Kabine ist, aber wie gesagt, ich habe halt keiner, der draußen stehen kann. Ich selber muss arbeiten. Ja, dann ist es halt so, ne? Aber dann kriegt ihr zumindest mal einen kleinen Einblick. Ja, der nächste Tag, wir haben über Nacht schon wieder Schnee gekriegt. Hier liegen bald 15 cm Schnee und Diesel ist gerade günstig und deswegen ja, tanken wir den Apparat noch mal voll, ne? Einige hatten ja geschrieben, ja, ich glaube, ich habe ein Problem mit Sauberkeit. Warum mache ich die Maschinen immer sauber nach jedem Einsatz? Ja, warum? Guckt euch mal an, wie der Trecker nach einem Einsatz aussieht, ja? Hier, Leute. Ja, warum mache ich den Träger nach jedem Einsatz sauber? Das kann man einfach nicht so lassen. Ganz einfach. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal gemütlich zur Tanke. Sind bloß 2 Kilometer, von daher ist es echt top, dass man hier halt ja, nicht weit fahren muss. Deswegen hatte ich mir auch überlegt, ob ich mir selber ein Dieselfass hinstelle, aber das lohnt sich gar nicht, glaube ich. Wie gesagt, die Tanke ist 2 Kilometer entfernt. Man muss halt immer mal einen Zeitpunkt abpassen, wo das günstig ist. Wenn man hier mal auf den Schacht 300, 400, 500 Liter tankt, da läppert sich das schon. Da sind da schon ein paar Cent immer gleich 40, 50 Euro. Von daher kann man sie sich auch mal gönnen, ne? Jo, wir tanken jetzt. Natürlich kostet der Diesel jetzt wieder 10 Cent mehr, als eigentlich in der Tank-App steht. Also, was lernen wir daraus? Auf diese Tank-Apps kann man sich auch einfach nicht verlassen. Naja, es schneit jetzt wieder übelst. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das geht hier schon richtig gut ab wieder. Ist echt doll am Schneien hier. Und ja, da läuft jetzt die Soße. So, 350 Liter habe ich getankt. Ja. Und mittlerweile ist der Schneefall echt doll geworden. Es kommt halt auf der Kamera, glaube ich, wirklich überhaupt nicht rüber, aber
hier bin ich eben lang gefahren und meine Spuren sind hier fast schon wieder zugeschneit. Und ja, es ist richtig diesig, also man kann gar nicht so weit gucken wegen dem Schnee. Echt schon ganz schön wild. Das ist richtig Winter Wonderland hier. Und ordentlich rutschig auf den Straßen. Bald den Berg hier schon mit Allrad hochfahren, wa? Wild. Man kann ja hier da hinten die ganzen Bäume schon gar nicht mehr erkennen. Da schreit ja danach Treckerreifen und Amarok, wa? Und alle waren hinten rauf. Tja Leute, so sieht das aus, wenn man sich mit dem Allradfahrzeug festrammelt des Todes. Das Problem ist, unter dem Schnee ist das nicht gefroren. Und naja, man hat hier halt auch nichts gesehen, ne? Und hier steht das blanke Wasser. Ja. Jetzt bin ich gerade dabei, die Bude frei zu graben, ne? In der Hoffnung, dass das geht. Weil ich komme hier nicht mehr raus. Und ja. Der Witz ist, vorne hat der Amarok keine Abschleppöse. Das heißt, ich könnte da auch nicht einfach die Abschleppöse reindrehen und das mit dem Xeron rausziehen. Geht nicht. Und nach hinten auf die Koppel geht auch nicht, weil hier stehe ich in der Einfahrt. Ja, super. So, und wie man sieht, haben wir hier eine Kombi aus. Obendrauf, die ersten 5 cm ist es gefroren. Die Erde, das heißt, das Rad hier kriegt keinen Grip. Darunter ist es allerdings nass und matschig und hier sind noch Fahrspuren hochgequollen vom Trecker, die natürlich gefroren sind, wo das Auto aufliegt. Das heißt, das Auto liegt auf, hat keinen Grip auf dem Schnee und ist an den Stellen, wo halt blankes Wasser war, durchs Eis gebrochen. Herrlich! Ich gehe jetzt mit den Spanngurten hier um die Achsschenkel rum. Ich kriege die nicht raus. Ich muss das mit dem Träger machen. Das geht alles nicht. Oh, ich kotze ab, ehrlich. Hab da schon Bretter untergelegt und Gummimatten und. Ne, geht nicht. Jetzt mit Gewalt. Leute, guckt euch das an hier. Oh. Das ist jetzt meine Abschubvorrichtung. Spanngurte geht hier auf diese Schlinge. Die mache ich dann irgendwie am Trecker fest. Das Problem ist, ich muss schräg ziehen. Ich bin jetzt extra hier auf diesen Holm gegangen, damit das Frontgewicht das Seil runterzieht, weil das unter Frontgewicht durchgeht, damit ich mir hier nicht vorne alles abreiße. Ne? Wenn ich das hier oben festgemacht hätte, dann wird das Seil so steil gehen und dann halt beim Ziehen die Frontschussstange mit hochdrücken.
deswegen das Frontgewicht, was das Seil runterhält. Und ja, hoffentlich funktioniert das, ne? Wie soll man denn hier rauskommen? Alter Schwede. Das hängt natürlich alles unter dem Ersatzrad hier. Ach Mann. Also es hilft nichts, wir müssen noch weiterziehen. So, tja, geht leider nicht anders. Das musste jetzt auf die harte Tour gemacht werden. Ich meine, Leute, guckt euch das an, ja? Das ist doch nicht mehr normal. Hier. Da steht das blanke Wasser. Wie soll ich denn? Und wie soll man das sehen? Ja? Wie willst du das Auto da sonst rauskriegen? Außer mit roher Gewalt. Hoffentlich ist alles heile geblieben hier. Aber sollte ja wohl. Ist ja nun mal ein geländegängiges Fahrzeug, ne? Mal gucken, wie das hier aussieht. Ach, ne? Lach auf jeden Fall hier auf. Da muss man auf jeden Fall mal sauber machen, die ganze Nummer. Und das ist so rutschig hier. Ich habe mich hier schon ein paar Mal so auf die Fresse gepackt. Hier, Rettungsklon. Kriegt man auch wieder auf, die Schlaufe. Auch wenn sie der Knoten zusammengezogen hat. Hier, yeah, ganz einfach. Also zieht sich unter Zug zusammen, aber kann man, obwohl der zusammengezogen ist, ganz einfach wieder aufmachen. Das ist eine Rettungsknoten. Ja, was soll ich sagen? Der hat sich schön durch den Zug hier reingezogen. Kriege ich nicht mehr ab, gibt es noch eine Lösung, Cuttermesser auseinanderschneiden. Ja Leute, ihr seht, das Auto ist wieder sauber, einigermaßen. Auch von unten habe ich das einmal gekerchert. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, es war wahrscheinlich mal wieder ein abwechslungsreiches Video. Die letzten beiden Wochen ist ja nichts gekommen, weil ich keine Zeit hatte. Ja, aber dafür kommt jetzt nächste Woche auf jeden Fall auch was. Ich habe genug Material beisammen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Like das Video, schreibt mir was unten in die Kommentare. Eure Idee, wie man den Amarok vielleicht doch noch hätte rausbekommen können, ohne mit roher Gewalt zu ziehen. Aber es ging halt nicht anders. Ne? Abschleppöse vorne geht nicht rein. Oder hat keine Abschleppöse vorne. Ich war alleine. Nach hinten ziehen ging nicht. Wie würdest du das sonst machen, ne? Ja, schreibt es mir auf jeden Fall gerne mal unten rein. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn es wieder ein Video gibt. Und ja, genießt die Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, haut rein!